Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich bin ConquerStealthyFox und wir zocken Super Mario Bros. Wonder. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt auf Twitch und auf YouTube. Ey, ich freue mich. Ich bin so ein bisschen Hype und ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Ey, das ist so lange her. Das letzte Mal ein richtig tolles Sidescroll-Mario war Mario Maker 2. Aber was können wir erwarten? Also ich weiß schon ein bisschen tatsächlich, also dass diese blaue Blume, die Mario in der Hand hat, die bewirkt tatsächlich Wunder. Ach, kleiner Wortwitz am Rande. Dann haben wir Benjamin Blümchen, er ist auch am Start. Also ich bin auf die neuen Fähigkeiten sowieso gespannt. Und wir haben ja auch eine neue Mario-Stimme. Das ist das erste Mal, dass wir sie hören. Aber ich würde sagen, Freunde, wir reden gar nicht so lange und fangen an. Ich würde es auf jeden Fall auch vielleicht mal so alleine spielen, hier zusammenspielen. Also jetzt fürs Live-Let's Play werde ich es alleine spielen, aber vielleicht ab und zu, wenn ich es nochmal durch habe oder so, vielleicht finde ich jemanden, der da Bock hat, mit mir nochmal durch die Welten zu rennen. Einfach so. Ja, mal gucken. Was natürlich hier anders ist, als wie in den anderen Sidescroll-Marios. Man kann sich nicht mehr gegenseitig behindern, ärgern, helfen. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Man mag es mögen oder auch nicht. Also ich fand diese Kabeleien zwischen den beiden oder zwischen den Figuren eigentlich immer ganz witzig. Gut, aber als allererstes, wir müssen die Mario-Stimme einmal hören. Also, It's a me! It's a me! Ich weiß nicht, ich hoffe, dass vom Ton ist das alles schick. Also, It's a me! Auch die Lautstärke und so, ich glaube, ja. Kann ich das ja vielleicht nochmal ein bisschen lauter machen für euch. Ja. It's a me! It's a me, was haltet ihr von der Mario-Stimme, von der neuen? Also, Charles Martinet hat ja das Mario-Amt abgelegt. Jetzt ist er Nintendo- oder Mario-Botschafter. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber schaut es euch wirklich mal an, falls ihr das Interview mit Charles Martinet noch nicht gesehen habt, wie er zu dieser Mario-Stimme kam. Ist auch total witzig. Aber er ist sowieso ein total toller und cooler Mensch. Ne? Er hat Mario die Stimme gegeben, Luigi die Stimme, Wario, Waluigi und auch einen Drachen in Skyrim. Mehr weiß ich so aktuell nicht. Ja, wir haben hier die bekannten Charaktere, also die Mario Bros. Und hier die Toads. Toadette ist, glaube ich, neu. Ich glaube, Mario Maker 2 ist sie das erste Mal spielbar aufgetaucht. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Also nicht so genau. Und Peach und Daisy, ja, Peach war ja auch ab und zu mal dabei und dann mal wieder nicht. Daisy, das ist, glaube ich, auch Daisys erster Auftritt in einem Sidescroll-Mario, ne? Ja, dann haben wir hier die Yoshis und wie auch schon im Chat beherzient wurde, Mopsy. Was macht Mopsy so besonders und warum hat er diesen komischen Schal von Baby Bowser, damit er... Wie sieht Mopsy da unter aus? Weiß man das? Weiß es nicht. Aber auf jeden Fall werden wir diese Gesellen hier nicht spielen, weil Yoshi und Mopsy nehmen keinen Schaden, nutzen aber auch keine Power-Ups. Tja, deswegen lassen wir die erstmal weg. Aber ich finde es eine coole Quality of Life für die Leute, die das Mario-Game noch nicht so beherrschen. Oder für die Kleinen halt, ne? Ja, Mopsy, ja, das, ja, Mopsy mopst Sachen, ja, und sieht cool aus. Der erinnert mich eher so an, na, wie heißt denn der Charakter aus Zelda? Nee, wie heißt denn das? Parallel Worlds? Ist das das, wo man sich in Gemälde verwandeln kann? Da gab es auch so einen, der hat auch so eine ähnliche Verkleidung getragen wie Mopsy. Ah, Mopsy scheint also einen Kultstatus zu haben. Ich kenne ihn jetzt nicht so besonders. Hab die mal gesehen, aber jetzt so, dass ich sagen kann, oh, so wie Luigi, ja, das ist der Bruder von Mario. Okay, kenn ich jetzt nicht mehr Mopsys. Gut, wir werden aber auf jeden Fall alle Charaktere sehen, außer halt die Yoshi-Bande und Mopsy halt. Weil ich möchte schon eine kleine Herausforderung haben. Es soll tatsächlich mit ansteigender Schwierigkeit kommen, das Mario Wonder. Ich bin gespannt. Bin auch dermaßen außer Übung. Und ich werde jedes Level zufällig entscheiden. Und dann schauen wir mal. Ich würde sagen, los geht's, Freunde. Ein Toad. Super. Der gelbe Toad.
Willkommen im Blumenkönigreich. Es liegt gar nicht weit vom Pilzkönigreich entfernt. Noch nie von gehört. Na gut. Toad und die anderen folgen der Einladung von Prinz Florian. Und reisen zum ersten Mal dorthin. So. Prinz Florian, verdammte Axt. Ist tatsächlich, wenn ihr den Super Mario Cartoon kennt, also auf jeden Fall habe ich da mal was zu gesehen, dass eigentlich Florian der Partner von Peach war, ist. I don't know. Schaut euch den Cartoon an, wenn ihr den findet, auf Amazon, glaube ich. Hey, hallo! Ja, hallo! Wie sieht das denn aus? Der Sprungsound, ja, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so mein Favorit. Mario, Luigi! Da sind sie alle. Hier ist richtig was los, wa? Das ist Mopsi. Der hat doch was im Schilde, oder? Werde ich haben. Super Mario Bros. Wonder. Da ist er, der Prinz. Hat es Kamek auch eingeladen? Er hat sich selber eingeladen, natürlich. Logisch. Oh shit. War das nicht dieser fiese Bowser? Wie konnte er unser Blumenschloss und die Wunderblume stehlen? Mal nicht Peach. Er hätte es ja vielleicht noch versuchen können. Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Art mit unserer schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Oh ja, vor allen Dingen, warum wird Bowser eigentlich ein Schloss? Zum Mecha-Bowser. Was wäre eigentlich passiert, wenn Bowser und Mario den Stern zusammen was wäre daraus passiert? Oh, das wäre interessant, der Gedanke. Fanart, bitte let's go, ne? Also, das kann jetzt losgehen. Damit darf Bowser nicht durchkommen. Gar nicht auszudenken, was er alles anrichten könnte. Ja, er ist schon dabei. Aber keine Sorge, wir sind da, wir machen das. Das ist nicht das erste Mal. Wie? Du möchtest helfen? Vielen Dank. Klar. Das M steht für machen wir. Dann komme ich gern mit und weise dir den Weg. Nur einen Augenblick. Ah, let's go. Na, tschüss. Ich glaube an dich. Ich glaube auch an dich. Oh, wie geil. Also, vor allen Dingen, dass da Sprachausgabe in Deutsch bei ist. Welt 1.
Also ich meine, die Sprachausgabe in Deutsch ist ja schon geil. Vielleicht kriegen wir endlich mal irgendwann mal wirklich Sprachausgabe. Also komplett Sprachausgabe. Ich hätte nichts dagegen. So. Okay, das ist die erste Welt. Hier ist... Guck mal. Guckt sich um, weil ich nach oben drücke. Cool. Was können wir denn auf L machen? Röhrenfelswiese. Ah, okay. Guckt euch das mal an. Da ist sogar ein Shop. Habe ich gesehen. Sehe ich jetzt von hier. DLC wahrscheinlich. Ist das jetzt die erste Welt? Oder ist das, wo wir sind, die erste Welt? Oder ist das die ganze Karte? Mal abwarten. Mal gucken, was da noch geht. Obwohl, da unten sind auch noch Felder. Aber mal gucken. Mal gucken, was da noch geht. Was geht noch? Ah, hier können wir die Charaktere wechseln. Level, Abzeichen. Genau, das habe ich auch schon gehört. Damit kann man ein bisschen sich skillen und so. Aber, ganz wichtig, ich muss was umstellen. Und zwar, Rennen und Springen ist wichtig. Das möchte ich ja nur auf ZL haben. Und mal was ganz Witziges. Sprache aus Text ein. Oh, habe ich dich etwa gestört? Habe ich dich etwa gestört? Nein, du bleibst natürlich an in beiden Formen. Ne, Text und Sprache ein. Sehr schön. Online-Spielmitteilung mache ich erstmal aus. Das Let's Play halt. Und ja, dann würde ich sagen, fürs erste Level ist ja der gelbe Tod am Start. Schwierigkeit 1 Stern. Willkommen im Blümenkönigreich. Blümenkönigreich. Es wird genauso ausgesprochen, nicht anders. Und 2 versteckte Samen. Na dann. Los geht's. Drücke B, um zu springen. So länger man drückt, so höher springt man. Da war er. Da ist er. Ah, wie cool. Also, oh, wie cool ist das denn? Also, wenn ich jetzt hier Y, ist ja Y, ja, nicht Xbox, sondern das XY. Guck mal. Ich finde das... Das ist so cool gemacht. Also, die Animation, wirklich cool. Der Blick alleine schon. Oh ja. Money, Cash. Ganz wichtig. Fantastisch. Da ist sie. Passt er jetzt durch? Er passt da durch. Wie cool ist das denn? Ah, hier. Rüsselpeitsche, Alter. Zack, zack, zack. Ey, das ist ja super cool. Oh, guck mal. Ich wollte gerade sagen, hat sich der graue Klotz da gerade eben bewegt? Der braune, meine ich. Zack. Oh, jetzt haben wir Wasser im Rüssel. Oh, Wasser. Mach er gar nicht haben. Bisschen Blumen gießen. Die Blicke von denen, wie geil. Oh, wollt ihr den eigentlich umsliden? Dass die lauter Blumen sind denn nicht so deine Freunde? Ja, die quatschen halt ein bisschen viel. Oh, warte mal, das sieht verdächtig aus hier. Oh, vielleicht von weiter oben? Okay. Wie cool, wie cool. Ach was. Hä? Yeah. La la Musik. Einfach glücklich. Ach so, da kommen überall Blumen raus. Ah, okay. Echo. Er passt auf jeden Fall in die Röhre. Das ist schon mal sehr gut. Nehmen wir gleich einen mit. Ah, okay, so können wir den frei. Ah, das ist ja cool. Ah, ja, das mit dem Feedback ist schon.
Da hast du recht, das ist schon wirklich witzig gemacht. Also es ist sehr detailreich. Und da haben wir so eine Blume. Das wird echt... Ne, wir gehen nicht weiter, wir nehmen sie. Oh. Und der Wunderspaß beginnt. Hält das jetzt ewig an? Ey, die Musik. Also die Blumenkönigreich sind immer gut drauf. Kann ich in dich rein? Nee. Aber hier. Ah, das wäre jetzt ein cooler Hint gewesen. Dann nehmen wir die alle mal schön ein. Auch den Zehner, ganz wichtig. Oh, guck mal, wir haben alle drei Zehner gefunden. Das ist schön. Wundersam erhalten. Ah, jetzt ist es zu Ende. Hey, was war das denn? Ja, was war das denn? Erzähl doch mal, du kommst doch aus dem Blumenkönigreich, nicht ich? Ach, tschüss. Tschüssi. Aber fehlt nicht ein Wundersam noch? Der Blick. Hm. Kann ich nicht. Ah, guck mal, da können wir gucken. Ah, Flagpole ist noch nicht. Ein Wundersam fehlt. Ah, okay, so kann man das nachgucken. Das ist schön. Tschüssi. Wunderbar. Flagpole ganz oben berührt. Sehr cool. Zack. Ah. Also einen können wir im Level finden und einen kriegen wir bei Beendigung. Oh, cool. Wie cool ist das? Einfach nochmal. Ups. Oh, es werden sogar... Ah, das ist ja cool. Zack, geschafft. Prima. Wundersam werden uns auf unserem Abenteuer sehr nützlich sein. Sammeln wir doch noch mehr. Ja, wir sammeln alles, was geht. Mein Freund, wir sammeln alles, was geht. So, was können wir... Kann ich, wenn ich jetzt... Okay, ich kann das nochmal auswählen, aber... Okay, kein Race oder so. Das habe ich auch schon gesehen. Dass man später nachher auch so Rennen machen kann. Auf Zeit. Werde ich da wahrscheinlich... Ah, weiß ich nicht, ob ich es im Stream oder offstream. Mal gucken, mal gucken. So, nächstes Level. Nächster Charakter, Freunde. Wir kriegen... Let's go! Daisy, ja, wunderbar. Ich finde es cool, dass wir mal so durchswitchen. Daisy ist schon Elefant. Piranha Pflanzenparade? Schwierigkeit 1. Okay, let's go. Let's go. Also ich finde das ein bisschen hyped. Ich habe ein Grinsen im Gesicht. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Da hinten ist ein Zehner. Wo kommen wir denn da hin? Daisy als... Na cool. Also man kann in den... In den Hintergrund. Oh ja, Feuer Daisy. Das finde ich cool. Sag tschüss. Die können auch nicht fliegen. Dass die da jetzt rauskommen, ne? Ist die ganze Zeit nicht rausgekommen. Oh, Cash. Oh, vielen Dank, nehme ich. Ach, was? Wie cool ist das denn? Nee, das lasse ich erstmal. Ich möchte den Elefanten behalten. Zack, der Zehner ist meiner. Komme ich jetzt wieder raus? Oha, das hat man gar nicht gesehen. Also kann man doch dahin kommen. Ja, gewusst wie, mein Freund. Also kann man doch dahin kommen. Irre. Ja, was? Irre. Sprechende Pflanzen sind ganz normal. Ach so, laufende Pflanzen ist irre, aber... Ach so. Du fällst doch runter, oder was? Komm ich da rein? Das muss auch so gehen. Oh, Tonleiter, hört mal. Ich finde diese ganzen Details einfach cute. Ist so. Und das ist die nächste Wundersamen. Wunderblume, let's go! Ne.
Ach du Heilige. Wie geil ist das denn, wenn du sie killst, ist einfach der Singer weg. Dann töten wir die nicht. Das war aber verdammt knapp. I did it! Ey, wie cool war das denn? Aber trotzdem toll. Tschüss. Na, das war ja ein Erlebnis. Auf jeden Fall war das ein Erlebnis. Hä, was war das? Ein Yoshi? Ein versteckter... Oh, sag nicht, es gibt jetzt... Muss ich jetzt überall hinspringen? Da möchte man ja eigentlich keinen von verpassen, ne? Oh, warte, warte. Den Flagpole möchte ich schon, ne? Den nehmen wir mit. Wunderbar. Zack. Und beide Samen. Wundercool. See ya. Da, 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 da. Es könnte der neue Klingelton werden. Ey, das ist super cool. Also, wer jetzt was gegen Piranha-Pflanzen hat, weiß ich auch nicht. Also, die sehen zwar sehr, sehr bösartig aus, aber im Kern, es kommt also nicht immer aufs Aussehen an. Man sollte schon jemanden kennenlernen, bevor man urteilt. Okay, Charakterwechsel. It's-a-me! Jetzt kommt Mario. Es ist gleich frei, Mario. Ist voll cool. Los geht's. Nichts wie hinterher. Wow, wer ist er denn? Ah, siehste? Was will ich denn haben? Da ist er, Benjamin Blümchen. Ah, wie cool ist das denn? Ist das das Honig hier, oder? Na, ich finde das cool, dass das überhaupt geht. Der Charakterwechsel. Weil es sind ja alle unterwegs, ne? Matsch. Ach, pass auf, darf ich jetzt... Stopp. Natürlich. Die Feuerblume im Effekt gemacht, egal. So, die wollen wir ja nicht übersehen, ne? Nicht, dass ich hier hinterher renne und die Pflanzen übersehe. Wie geblieben! Weißt du nicht, Musik? Ja, viel Spaß damit. Weggecashed, Freund. Ja, nichts verpasst. Und tschüss. Kommen die auch wieder raus? Ich möchte deren Reaktion mal sehen. Aber wie böse er mich anguckt. Aber das sind so Details, ne? Voll cute. Braucht bestimmt deine Nüsse, Weppen. Siehst du? Guck doch nach vorne, wo du hinläufst, mein Freund. So, Münze Nummer 2 ist unser. Also, was Nintendo kann, ist halt Cuteness im Game. Das ist so. Weißt du was? Den kriegst du jetzt. Bam. So. Was passiert eigentlich mit... Habe ich die... Ach, echt? Oh, cool. Ey, das ist cool. Nein!
Ja. Also, Detailliebe hin oder her, das ist wirklich cool. Du hast mich gefunden! Oh, cool! Ach du, jetzt geht's los. Was geht jetzt ab? Alter! Hier bleiben! Alter Schwede. Also. Ich glaube, hier habe ich nichts vergessen. Oh shit. Fantastisch. Hä? Was macht denn der da? Zack, und weg ist er. Alles gefunden. Bye bye. Bye bye. Vor allen Dingen, es regnet Powersterne. Aber es wird doch nicht angezeigt, dass wir die Flagpole nicht auf Gold haben, ne? Also. Ist das schon... Das ist schon nicht wichtig. Oh doch. Oh. Guck mal, da ist sogar... Da ist sogar ein Haken. Hier ist er nicht mehr. Ah, und da haben wir die Flagpole nicht auf Gold. Ah. Da oben. Ah ne, 6 und 1 haben... Eins haben wir noch nicht gefunden. Wahrscheinlich die Frucht vom Boss wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen. Aber was das heißt, dass das abgehakt ist und das nicht? Hm. Egal, machen wir weiter. Geht hier. Oh, das gefällt mir. Das Blumenschloss ist mein, ja. Ich bin das Blumenschloss. So viel wundervolle Macht. Weiß ich nicht, ob das so geil ist, wenn du ein Gebäude bist. Ach, das war auf das Kennenlernen bezogen? Ach ja, auf den Wechsel. Ich spüre, wie ich stärker werde und stärker. Und noch stärker. Bald wird alles mir gehören. Ach, Bowser. Dieser elende Bowser wird noch alles verwüsten. Lass ich nicht zu. Wir müssen irgendwie zu ihm gelangen. Nehmen wir da vorne doch eine Propellerblüte. Zu ihm aufzuschließen. Okay. Let's go. Ist das denn schon Welt 1? Beendet? Und schon verschwindet er wieder. Jetzt brauchen wir die Samen. Ah, okay, cool. Spitzenklasse. Mein Papa ist jetzt ein Schloss. Super. Er hat jetzt so viel Macht, dass niemand ihn noch aufhalten kann. Wie war das schon? Aladdin hat's auch schon gesagt, ne? Zu Jafar. Der Genie hat unglaubliche Macht und der Genie hat sie dir gegeben. Also kann der Genie sie auch wieder nehmen. Ja. Großer Macht folgt große Verantwortung. Das wird ja immer schlimmer. Schau nur, diese Pflanze hat sich um das Haus dort gewickelt. Ah, jetzt weiß ich. Wir sollten es einmal mit unseren Wundersamen probieren. Die sind sehr mächtig. Daher können sie uns vielleicht mit diesem Problem helfen.
Na dann. Wollen wir mal gucken, was die Wundersamen können. Easy. Abzeichenhaus. Okay. Aber ich würde sagen, nicht für Mario. Oh, yeah. Ein Toad, ein Blaue. Wer wäre denn euer Lieblingscharakter? Ist hier alles in Ordnung? Ich hatte solche Angst. Ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken. Aber das Abzeichen ist in Sicherheit. Oh, Abzeichen? Die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Reisende durch das Blumenkönigreich sollten sie oft nutzen, habe ich gehört. Also, Prinz Florian, ich bitte dich, dass du die Abzeichen annimmst. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt weiß sicher etwas damit anzufangen. Wo ist denn der König? Oh, ein Gleithut. Toll, ich wollte immer schon eins haben. Vielen Dank. Mit diesem Abzeichen kann ich auf unseren Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Aber wenn man sich freut, fangen sie an zu blühen. Da geht mir das Herz auf. Wie eine Knospe. Ich bin ja so froh, dass es dir gefällt, Prinz Florian. Abzeichen können auch auf eure Abenteuer viele Unheimlichkeiten ersparen. Hier drüben! Nee, ich gehe hier raus. Tschüss. Oh, darf ich nicht. Ah, okay. Abzeichen Übungsplatz. Fallschirmmütze, okay. Aber Toad, das wäre jetzt witzig, wenn er seinen Pilz benutzen würde, anstatt die. Bis später. Oh, jetzt habe ich die Mütze nicht. Drücke einfach die R-Taste. Bis später. Tschüss.